Wir wissen, dass Schule hart sein kann. Ich meine, das ganze Lernen und die langweiligen Klassenarbeiten. Für Spaß ist keine Zeit. Aber genau hier kommen wir ins Spiel. Wir sind hier, um ein bisschen Magie in den Schulalltag zu bringen. Komm schon, Rucksack, bleib nicht zurück. Unglaublich, dass mir meine Sachen einfach so runtergefallen sind. Was zum... Oh mein Gott, wieso schwebt dieser Rucksack? Gut gemacht, Rucksack. Du hast gut durchgehalten. Oh. Zeit für einen Snack. Ich mag die gar nicht. Wow, was soll das denn? Vielleicht stillt der Apfel meinen Appetit. Er schmeckt ganz schön mehlig. Au, schon wieder. Was soll das? Ich sitze hier. Ich hab Durst. Na toll, mein Wasser ist auch schon alle. Diesmal habe ich den Müll abgefangen. Wow, du hast ja einen coolen Rucksack. Der ist viel cooler als meiner. Hey, können wir ein Selfie mit dem Rucksack machen? Na klar, los geht's. Wow. Was für einen coolen Rucksack hat denn diese Schülerin? Ich will bei den Selfies dabei sein. Das ist der perfekte Rucksack für die Schule. Sehr gut. Oh, wie kann das alles denn sein? Warte mal, die Plastikflasche bringt mich auf eine tolle Idee. Jetzt wird's Zeit zum Basteln. Ich habe diesen Reißverschluss hier und diese Plastikflasche. Der Reißverschluss kommt einfach um die Wasserflasche, so. Ich habe den Reißverschluss aufgemacht und schneide die Flasche auf. Tada! Aus der Flasche wurde eine Federtasche. Die habe ich noch silber angemalt und unten kommen coole Flammen dran. Das ist jetzt eine Rakete. Ich schiebe noch Zeichenkarton rein für mehr Stabilität. Und dann kommen da meine Stifte hinein. Und natürlich auch meine Snacks. Schokoriegel müssen immerhin sein. Nun mache ich den Reißverschluss zu und fertig. Wird Zeit, meine Raketen fortzuführen. Mein Rucksack sieht viel cooler aus. Und ich kann Snacks essen, wann immer ich will. Meine kleinen Raketen erfüllen ihren Zweck, so wie ich es wollte. Mir gefällt auch sehr, dass... Wow, sorry, ich muss los. Hey, zeig mal deinen Rucksack. Sind das Raketenflammen? Wahnsinn. Wie cool, du teilst doch deine Snacks, oder? Das ist voll toll. Oh Mann, so viel Aufmerksamkeit wollte ich gar nicht. Ich hasse das. Nein, 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 ich bin hier fertig. Aus dem Weg. Was zum Geier? Bis später, Schule. Wie krass, wo ist sie denn hin? Ins All geflogen oder was? Wow, das war definitiv der beste Rucksack, den ich je gesehen habe. Vielleicht kann meiner das ja auch. Rucksack, flieg mich ins All. Hier oben ist alles so friedlich und ruhig. Das gefällt mir total. Ich freue mich so auf Kunst. Okay, Klasse, heute malen wir eine Katze. Seht nur, wie süß sie aussieht. Na dann, fangt an. Oh, das ist schwer. Das ist ihr Schwanz. Wow, das ist hässlich. Fertig! Ist nicht mein bestes Bild, aber für die Schule reicht's. Was? Das ist unglaublich. Was für ein Tag. Gib das her. Oh, die schenke ich dir. Ich habe eine Idee. Eine gute Idee. Wenn ich den Gummi um die Stifte bände und dasselbe hier mache, dann kann ich die Katze in meinem Notizbuch nachfahren. Es funktioniert. Solange ich den Linien folge, habe ich eine perfekte Kopie. Wow, das sieht toll aus. Echt gut. Ich bin beeindruckt, Cheryl. Danke, ich bin ein Naturtalent. Eine 2? Wundervoll, wie immer, Luna. 1+. Mach weiter so. Danke. Oh nein, er druckt wieder. Psst, hör auf. Was? Hier gibt's nichts zu sehen. Oh, ich hasse Kunst. Guten Morgen, Klasse. Wow, nein. Eine schöne Reise gehabt. Vielleicht hat's niemand bemerkt. Meine geliebten Prüfungsunterlagen, warum? Das ist so unangenehm. Jetzt sind sie alle durcheinander. Was für eine grausame Welt. Oh, ich könnte diese Klammern nutzen. Die kommen wie gerufen. Ich klammere die Seiten damit einfach zusammen und dann beschrifte ich die Klammern. So weiß ich, welche Blätter welche sind. Darauf hätte ich mal früher kommen sollen. Schaut euch das an, das ist wunderbar. Zeit für die Tests.
Wer lacht jetzt noch? Ha! Hey, passen Sie doch auf, wo Sie mit dem hinzeigen. Hier für dich, Madison. Ups. Aber ich kann dir helfen. Mit dieser wunderbaren Klammer. Ich klebe sie an die Seite deines Tisches. Aber ich brauche noch ein paar mehr davon. Und dann stecke ich die Stifte einfach in die Klammern. So einfach. Wow, ich bin beeindruckt. Das ist ziemlich clever. Bedien dich, Leo. Danke. Ein Einhorn ganz für mich allein. So süß. Aber es fehlt noch Farbe. Irgendwo hier drin sind meine Stifte. Das fühlt sich seltsam an. Die Tinte ist ausgelaufen. So kann ich doch nicht malen. Mom! Was ist los, Schatz? Guck mal. Oh, schon gut. Ich weiß, was zu tun ist. Das kriegen wir wieder hin. Zuerst wischen wir das sauber. Niemand will schmutzige Hände haben. Dann eben die Tasche. Das geht nicht weg. Kein Problem, dann bekommst du eben einen neuen. Wo ist denn mein Handy? Wow, ganz schön teuer. Alles wird wieder gut. Mal sehen, wie viel Geld ich noch übrig habe. Oh. Was machen wir denn jetzt? Oh, es bricht mir das Herz, sie so zu sehen. Moment mal, mir ist gerade eine Idee gekommen. Das könnte funktionieren. Um Flecken zu verstecken, brauchst du bunten Filzstoff. Schneide aus dem Stoff Einhornteile. Bringe an jedem Stück Kleber an. Trage den Kleber etwa so auf. Dann klebst du das Stück auf die Tasche. Klebe alle Teile fest, bis das Einhorn zu sehen ist. So versteckst du den Tintenfleck. Die Augen nicht vergessen. Zu jedem Einhorn gehören auch lange Wimpern. Ist das nicht magisch? Hallo Liebling, alles okay? Wenigstens sind meine Hände sauber. Nun ja, ich hab was für dich. Wow, ein Einhorn! Ich liebe den Rucksack, danke! Kein Problem, Liebling. Voll cool. Oh, schau ihn dir an. Er ist so süß. Das schnapp ich mir. Hey, gib das wieder her. Niemals. Das ist meins. Lass einfach los. Oh, oh. Schau, was du gemacht hast. Du machst alles kaputt. Das tut mir leid. Das meinte ich ernst. Oh, vielleicht kann ich es ja wieder gut machen. Dafür brauche ich aber das Heft. Hey, Jennifer, schau mal. Ich kann diese Aufgabe in etwas Süßes verwandeln. Zuerst löse ich die Gleichungen. Das ist ziemlich einfach. So, das war's? Nein. What? Ich ändere die Lösungen ein wenig ab. Und aus den Zahlen werden Buchstaben. Und daraus wird eine Liebeserklärung. Jetzt bin ich fertig. Wie findest du das? Ich hab dich doch lieb. Oh. Tut mir leid. Das war nur ein blöder Streich. Besties? Natürlich. Oh. Wie ihr sehen könnt, sind die Farben dieses Bildes himmlisch. Sie erinnern an heiße Sommernächte und einen Drang nach... Okay, bist du bereit zu beginnen? Komm, wir legen los. Keine Sorge, mir geht's gut. Kunst kann gefährlich sein. Beginnt nun auf euren Leinwänden zu malen. Ich bin hier, wenn ihr Fragen habt oder Hilfe braucht. Okay, ich bin bereit, so richtig loszulegen. Exzellent, die Farben sprechen für sich. Ich brauche noch mehr Farben für mein Bild. Oh, Farben, gib mir mehr Farben. Mehr, diese Farben und diese hier auch. Yes, genau so habe ich mir das vorgestellt. Nice. Genau so, das ist Leidenschaft. Macht weiter so. Hm, die Farbe scheint leer zu sein. Dann nehme ich eben eine andere. Hä? Wo sind all die Farben hin? Hey, die liegen alle bei ihr. Wie gemein, was mache ich denn jetzt? Und noch etwas mehr hier. Yes, perfekt. Das ist lächerlich. Wie soll ich mit einem leeren Stift malen? Hm, einen Augenblick, ich habe eine Idee. Los geht's. Ich liebe diese Malbücher. Wo sind sie denn? Die kommen mit. Erwischt. Hm. Oh, ich dachte, ich hätte irgendwas gehört. Wo sind meine Wattestäbchen hin? Meine Ohren jucken doch. Oh nein, oh nein. Schon gut, beruhig dich. Alles wird gut werden. So, ich habe noch meine Ersatzstäbchen. Alles wird gut.
Gut, der erste Schritt meines Plans ging auf. Und nun ran an die Arbeit. Ich wickle das Ohrstäbchen um ein Taschentuch. Anschließend wird Tesafilm ringsherum gewickelt. Mir gefällt lila Tesafilm richtig gut. Echt hübsch. Das wickle ich nun um das Stäbchen. Sieht toll aus, oder? Was jetzt nur noch fehlt, ist Farbe, wie diese Lebensmittelfarbe. Ich tunke die Watte in Farbe. Mal sehen, ob das funktioniert hat. Mein Kunstprojekt ist gerettet. Und wieso jetzt aufhören, wenn ich einen ganzen Regenbogen haben kann? Okay, zurück zum Kunstprojekt. Zack. Hallo Leinwand, hast du mich vermisst? Und nun geht's los. Ich bin ein wahrer Künstler. Perfekt, das ist ein richtiges Meisterwerk geworden. Okay, Leute, zeigt mal her, was ihr gemalt habt. Das ist mein Bild, ist das nicht toll? Mein Bild zeigt, wie man sich in einem dunklen Treppengang fühlt. Okay, da muss ich mal näher rangehen. Okay, mir gefällt, wie das Blau mit dem Orange harmoniert. Okay, du hast ein harmonisches Gekritzel. Oh, was ist das denn? Woher kommen diese kleinen Stifte? Exzellent, die sind toll, sehr gute Arbeit. Die leihe ich mir dann kurz aus, darf ich? Nur zu, kein Problem, viel Spaß damit. Also dann, mein Notizbucheintrag, der noch fehlt. Oh mein Gott, was habe ich nur getan? Gut, niemand ist in der Nähe. Zeit für meinen kleinen Snack. Süßigkeiten, gib mir was. Gern geschehen. Oh, sie haben alle genommen. Ich habe keinen abbekommen. Den habe ich gebraucht. Oh, ich habe Kaugummi. Auf den freue ich mich schon. Ist das Kaugummi? Nein, wartet. Das ist meiner. Oh, warum passiert das immer? Das ist total frustrierend. Okay, verhalte dich natürlich. Niemand schöpft Verdacht. Ich mach's ganz schnell. Ich rieche Kartoffelchips. Und ich werde sie bekommen. Hä? Ich muss nur ganz leise sein. War wahrscheinlich nichts. Los, los, los! Was zur... Hey, gib die wieder her! Oh, sie ist leer. Oh. Warte mal. Ich denke, ich habe eine Idee. Zuerst schneide ich die Dose in der Mitte durch, dann beklebe ich sie mit hübschem Papier. Das sieht gut aus. Ich mache sie halb voll mit meinen Süßigkeiten. Jetzt kommt ein Plastikdeckel drauf. Und da stelle ich meine Stifte rein. Sieht aus wie ein normaler Stiftehalter, aber der versteckt ein Geheimnis. Jetzt ist meine Chance. Wenn ich das Papier hochschiebe, komme ich an meine Süßigkeiten ran. Und niemand wird's erfahren. Oh, nur Stifte? Ich dachte, du hast was Süßes. Puh, das war knapp. Aber es hat funktioniert. Ich habe Langeweile. Oh, hi. Bonjour. Könntest du das für mich malen? Die Statue? Ja, tob dich aus. Okay, kein Problem. Nichts leichter als das. Wo fange ich an? Der Mund ist seltsam. Ich bin noch nicht fertig. Los, versuch es nochmal. Ich hasse Kritik. Ich radiere den Mund weg. Und nochmal von vorne. Mir gefällt das Bild. Es sollte in einem Museum hängen. Okay, das ist zu nah. Es gefällt mir nicht. Na gut, dann male ich es nochmal neu. Dieses Mal wird es gut. Schon viel besser. Was ist? Nochmal von vorne. Soll das ein Witz sein? Mein Radiergummi. Den kann ich jetzt nicht mehr benutzen. Und jetzt? Ist hier noch ein Radiergummi? Vielleicht wird mir das helfen. Das kitzelt bestimmt. Na los. Wo kommt das Huhn her? Das ist zwecklos. Okay, das muss funktionieren. Sehr einfallsreich. Wow, so etwas habe ich noch nie gesehen. Okay, und nochmal von vorne. Wie kommst du voran? Darf ich mal sehen? Nur zu. Oh, verstehe. Aha. Und jetzt die Statue? Interessant. Dann bin ich nervös. Und mein Urteil lautet... Das ist echt schwer. Vergebe ich die Note wirklich? Eine 1+. Einfach grandios. Oh, richtig. Ich habe mir das Video angeschaut und bin abgeschweift. Sie hat ihr Gesicht geformt oder so. Ich schaue weiter.
Alles klar, es ist trocken. Bitte nimm es mir jetzt ab. Oh, es fühlt sich gut an, wieder blinzeln zu können. Okay, das ist also die Form. Ich gieße das Epoxid hinein. Ich habe diese rote Farbe gewählt, weil, warum nicht? Es ist cool. Schaut nur, wie sie die Form ausfüllt. Und natürlich muss auch das trocknen. Fertig. Ich nehme es direkt aus der Form. Oh, wow, das sieht echt cool aus. Ich stelle es einfach zu dieser Kunstausstellung. Da gehört es definitiv hin. Hey, Cheryl, das sieht dir total ähnlich. Wuhu! Lasst uns feiern! Das macht so viel Spaß. Ich liebe es zu feiern. Ugh, nie wieder Partys machen. Dieses Wasser ist unglaublich. Ich brauche etwas Schlaf. Warum ist die Glocke so laut? Ugh. Los, müssen wir spät ins Bett, Mädels? Und das an einem Schulabend? Oh, wir haben eine Prüfung? Ich hoffe, ihr habt gut gelernt, Klasse. Das hier ist eine schwere Prüfung. Viel Glück. Danke, ich werde es brauchen. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Oh, Moment mal. Ich kann schummeln. Ich liebe Technologie. Oh nein, die Lehrerin. Es ist so einfach. Keine Handys im Unterricht. Her damit. Ich werde dich beobachten. Oh, ich muss mein Handy verstecken. Wird es hier warm? Moment mal, ich habe einen raffinierten Plan. Ich kann dieses doppelseitige Klebeband verwenden. Ich klebe ein paar Klebestreifen auf meine Jeans und einen auf die Rückseite meines Telefons. Und jetzt lege ich mein Handy auf mein Bein. Jetzt kann ich es mit diesem Stück Stoff bedecken. Ich kann mein Handy verstecken, wenn die Lehrerin in der Nähe ist. Perfekt. Moment. Oh, ich decke besser mein Handy ab. Verhalte dich normal. Was ist hier los? Tolle Prüfung. Eine der besten. Okay. Sie ist darauf reingefallen. Und ich bin fertig. Wow, das ging schnell. Schöner Rock. Hä? Was hast du gesagt? Wie ist das passiert? Das ist so peinlich. Das darf niemand sehen. Oh je, hast du gewusst, dass wir einen Test schreiben? Wer ist das denn? Hey, braucht ihr was? Mathe, Englisch, Multiple Choice? Okay, bin überzeugt. Erst das Geld, dann die Ware. Natürlich. Mal sehen, womit ich bezahlen kann. Das hier sollte reichen. Hier für dich. Passt sogar zu deinem Outfit. Wow, das ist ja mega. Danke. Eine weitere zufriedene Kundin. Hey, kannst du mir helfen? Bei deinem Style bin selbst ich überfragt. Ich bin voll aufgeregt. Das ist der schlauste Radiergummi auf dem Markt. Viel besser als lernen. Ich brauche auch einen Spicker. Ich muss doch irgendwo noch was Süßes haben. Das reicht nicht als Bezahlung. Entschuldigung, was bekomme ich denn dafür? Soll das ein Witz sein? Verschwinde. Ich ziehe ab wie ein Ninja. So ein Blödsinn. Na toll, was mache ich jetzt? Hey, das bringt mich auf eine Idee. Ein Versuch ist es wert. Die Handyhülle kommt über das Display. So kann ich durch alle Antworten scrollen. Jetzt bin ich bereit. Abgucken könnt ihr bei mir voll vergessen. Den verstecke ich besser. Mal sehen, was der Spickerscanner sagt. Das ist gar nicht gut. Erwischt! Mit einem Radiergummi spicken, wie enttäuschend. Den Hut brauche ich wirklich für jede Prüfung. Und was ist hier drüben los? Niemand kommt am Spickerscan vorbei. Ein Hut mit Spickern? Oh, erwischt. Also bisher läuft's gut. Oh, da kommt sie. Mal sehen, ob du auch spickst. Bitte, bitte nicht. Ha, ist der Scanner etwa kaputt? Tja, ich habe keine Spicker. So ein braves Mädchen. Oh, ich geb's auf. Okay, ich bin definitiv bereit für die griechische Party. Ich brauche aber noch ein bisschen Schmuck. Nee, die passen nicht. Die Sterne? Ach nö, die passen auch nicht. Und was ist mit dieser Kette? Auch hier ein Nein. Hey, du siehst gut aus. Schau dir meinen Schmuck an. Wow, das sieht toll aus. Ach Mann, alles, was ich habe, ist dieses Zeug. Das passt überhaupt nicht zu meinem Outfit. Ah, da können wir was gegen tun. Der 3D-Stift ist die Rettung.
Okay, ich nehme Nofretetes Büste als Modell. Okay, jetzt in diese Richtung. Siehst du, das ist ein Blatt. Und jetzt zum nächsten Blatt. Oh, die werden super. So geht's, das letzte ist fertig. Siehst du, ich wusste, dass wir was Tolles kreieren können. Oh, danke, das ist genau, was ich gebraucht habe. Ich kann mein Notizbuch nehmen. Ich klebe einfach einen Streifenklebeband an die Kante. Außerdem habe ich Tafelfarbe zur Hand. Damit bemale ich den gesamten Deckel. Das ist sogar entspannend. Ich bin fast fertig. Es muss nur noch trocknen. Jetzt ziehe ich das Klebeband wieder ab. Vorsichtig, ich möchte den Anstrich nicht ruinieren. Ich brauche die Tafel nicht, wenn ich mein Notizbuch habe. Ich schreibe die Gleichung einfach auf den Notizbuchdeckel. Das geht ziemlich gut. Und jetzt möchte ich die Lösung wissen. Oh, was ist nur los? Okay, klasse, wer möchte antworten? Du! Aber, na gut. Komm nach vorne. Bleib cool. Jetzt bist du nicht mehr so clever, was? Oh, okay. Ich glaube, ich weiß die Lösung. Wie wär's mit der? Falsch. Setz dich. Was hast du dir denn gedacht? Verbringe weniger Zeit mit Schabernack, dafür mehr Zeit mit Lernen. Ich wische das wieder weg. Du, Madison. Ich? Das wird übel enden. Na los, geh schon rein da. Vielleicht sollte ich mal meinen Spind ausmisten. Geh endlich zu, na los. Endlich. Puh. Ich dachte schon, das geht niemals. Autsch! Ich fühle mich irgendwie müde. Hm, Cheryls Spind ist offen. Wie komisch. Cheryl, alles in Ordnung? Cheryl, wach auf. Ich will noch nicht aufstehen, Mom. Hm, ich will ihr helfen, nur wie? Die Tüte könnte nützlich werden. Und dieser Magnet. Die perfekte Lösung. Die Tüte kommt in den Spind und wird mit einem Magnet befestigt. Dasselbe mache ich auf der anderen Seite. So ist gut. Und dann fülle ich die Tüte mit Cheryls Sachen. So wird Cheryls Spind gleich viel ordentlicher. Wow, hat die viel Zeug. Viel besser als vorher. Und jetzt sollte ich ihr wohl mal helfen. Huhu. Bist du ein Engel? Oh, das bist nur du, Lona. Ich habe deinen Spind aufgeräumt. Das ist ja voll ordentlich. Wow. Echt genial. Vielen Dank, du bist die Beste. Gern geschehen. Kannst du loslassen, du erdrückst mich. Na klar, Bestie. Ich muss noch meine Bücher holen. Ups, du hast nichts gesehen, okay? Aufpassen, Klasse. Ich möchte, dass ihr diese Formel löst. Die ist etwas schwierig. So sieht sie aus. Ich hätte mal besser lernen sollen. Ich kapiere nichts davon. Nein, das wird so nichts. Hey, lass mich in Ruhe. Oh nein, mein Stift. Hey, Mickey, hast du einen Stift für mich? Ich habe meinen eben zerkaut. Warte, hier hast du. Okay, dann mal weiter. Ich werde bestimmt durchfallen. Oh, soll das ein Witz sein? Was war das? Oh, mein Stift, du Monster. Shh. Wie geht's? Kannst du mir einen Stift leihen? Ich würde alles für dich tun, Ashley. Zwei hintereinander. Warum passiert mir das immer? Ich fass das nicht. Ich bin wohl stärker, als ich dachte. Die Zeit läuft aus. Ich muss mich beeilen. Aber alle sind kaputt. Kann mir jemand helfen? Denk nicht mal drüber nach. Hey, warum schaust du mich an? Finde einen anderen Trottel. Ich kann's ihnen nicht übel nehmen. Entschuldigung, haben Sie einen Stift für mich? Kein Problem, Ashley. Du kannst den hier haben. Nein, stopp! Verschicken Sie Ihre Stifte! Hab ich was verpasst? Weißt du, ich habe all meine Stifte verloren. Aber Sie hatten doch eben einen in der Hand. Ich weiß nicht, wovon du redest. Okay, dann muss ich mich damit begnügen. Ach, das ist sinnlos. Ich kann mir das nicht länger ansehen. Ich weiß, was zu tun ist. Ich brauche die Mine von meinem Stift. Denn ich bastle ja einen unzerbrechlichen Stift. Hier habe ich eine Stiftform. Dort lege ich die Mine rein. Ich dekoriere den auch hübsch. Dafür nehme ich Blütenblätter. Das wird ein hübscher Stift. Ich habe noch ein Gläschen Glitzer. Das schütte ich ins Epoxidharz.
Dann muss ich umrühren, alles schön vermischen. Und so sieht es aus. Jetzt gieße ich das Harz in die Form. Die Blüten müssen komplett bedeckt sein. Daher fülle ich die ganze Form auf. Und wenn das Harz fest ist, kann ich den Stift aus der Form holen. Geht ganz einfach raus. Wow, schau ihn dir an. Ich gebe den gleich Ashley. Wow, ist der für mich? Den werde ich gleich benutzen. Der schreibt ja gut. Oh, komm schon, Ashley, machst du Witze? Hey, der ist noch in einem Stück. Ein beeindruckender Stift. Ich check das nochmal. Ja, der ist Ashley sicher. So eine emotionale Achterbahnfahrt. Bravo. Vielen Dank. Einsen für alle. Die Fee hat meine Hausaufgaben weggenommen. Was? Sie liegt noch im Bett? Aber es ist schon so spät. Schon 7:30. Sie hat total verschlafen. Tina, Tina, Liebes, du musst aufwachen. Du bist spät dran. Nur noch 5 Minuten. Alles klar, wenn du es so haben willst. Tina, raus aus dem Bett! Wow, Mami kann auch abgehen. Was ist das für ein Krach? Hä, wer ist da? Guten Morgen, Liebes, es wird Zeit aufzustehen. Was? Warum? Warum? Liebes, es ist schon so spät. 7.30 Uhr. Dein Zeitplan ist ganz klar, du stehst um 7 auf. Stimmt, mein Zeitplan mit Schule und dem ganzen Zeug. Verdammt richtig, das ganze Zeug. Jetzt steh auf, du musst dich anziehen. Och, Mama, ich kann mich auch alleine anziehen. Ich bin kein Baby mehr. Oh, du siehst so süß aus. Wie eine kleine Prinzessin. Mir gefallen die Sachen, danke, Mami. Oh je, deine Haare. Mit denen müssen wir noch was machen. Halt still. Nein, Mami, geh weg mit diesen gruseligen Bürsten. Die tun mir am Kopf weh. Och, okay, aber wir müssen etwas mit deinen Haaren machen. Warte kurz, vielleicht kann ich sie ja doch noch bändigen. Ich habe eine Idee. Mami ist gleich wieder da. Okay, ich habe diese Form für Haarspangen und da kommen die Nerds rein. Wenn die Süßigkeiten drin sind, kommt Harz dazu. Ich nehme klares Epoxidharz, damit die Farben schön zur Geltung kommen. Wichtig ist, dass alles vollständig mit Harz überzogen ist und dass die Formen bis oben gefüllt sind. So, das war's. Die Klammern sind angebracht und alles ist ausgehärtet und springen direkt aus der Form. Sie sind wirklich süß geworden. Liebes, schau mal, was ich hier für deine Haare habe. Süße Haarspangen. Hast du die aus meinen Süßigkeiten gemacht? Wow, ich liebe sie. Du hältst sie fest, während ich dir die Haare bürste und dann stecken wir sie dir ins Haar. Eine Haarspange kommt auf diese Seite und die andere kommt hierhin. Ja, ich habe Süßigkeiten im Haar. Das ist so cool. Danke, Mami. Gerne, du siehst so hübsch aus. Oh nein, du musst zur Schule. Komm schon, beeil dich. Okay, klasse. Passt auf, das kommt im Test dran. Yes! Das ist die richtige Einstellung, Madison. Hä? Hat er was gesagt? Ich bin zu sehr aufs Spiel konzentriert. Wow, Madison ist so gut. Ja, das höre ich auch. Jetzt wirst du verlieren. Es ist unmöglich, sie zu schlagen. Aber ich werde es versuchen. Kann mir jemand diese Frage beantworten? Klasse. Toller Unterricht, Herr Lehrer. Danke, schätze ich. Das kam unerwartet. Woohoo, ich liebe dieses Spiel. Komm schon, sie darf nicht gewinnen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Zum Glück bin ich vorbereitet. Die sieht aus wie ich. Gut, er ist noch beschäftigt. Spiel weiter. Genau wie ich dachte. Warte. Yes, ich habe gewonnen. Nein, ich war so knapp dran. Aua. Das gibt eine Beule. Oh, da ist die Taste hin. Ich muss das reparieren und das Spiel schließen. Aber wie? Das ist knifflig. Nee, das wird nicht klappen. Oh, das sieht gut aus. Und bringt mich auf eine tolle Idee. Ich nehme Knete, um einen kleinen Burger auf die Taste zu machen. Der braucht auch Käse. Dann kommt das Brötchen obendrauf. Jetzt setze ich ihn auf die Tastatur. Perfekt. Yes, das geht. Schnell, verhalte dich normal. Oh, was ist passiert? Wartet. Das Spiel, es war eben noch da. Spiel? Sind Sie okay? Wir machen nur unsere Schularbeiten. Ich habe mir wohl ziemlich heftig den Kopf gestoßen. Entschuldigt, Mädels, macht weiter. Er ist drauf reingefallen. Weiterspielen. Okay, Leute, aufgepasst. Wir schreiben heute einen Test. Kein Getuschel oder Geschummel, ich habe euch im Blick. Ihr dürft beginnen. Alles wird gut. Nun brauche ich noch einen Stift. Oh nein, ich krieg meine Federtasche nicht auf. Komm schon, geh auf. Das ist gar nicht gut. Vielleicht kann mir Jennifer helfen. Psst,
Was? Hast du noch einen Stift für mich, bitte? Nein, den brauche ich selbst. Wow, okay. Mindy! Was habe ich gesagt? Entschuldigung, Miss. Was mache ich denn jetzt nur? Ich war jung und hatte noch Träume. Und dann habe ich nur 6 bekommen. Und jetzt schaut mich nur an. Ah, wieder ein geschäftiger Tag zum Geld ausgeben. Oh, was für eine arme Gestalt. Hast du ein bisschen Kleingeld übrig, bitte? Okay, mal sehen. Das reicht hoffentlich. Ach, vielen Dank. Ich bin sehr dankbar dafür. Du hast ein gutes Herz. Nein, das kann ich nicht zulassen. Auf keinen Fall bekomme ich eine 6. Aber Moment mal. Vielleicht kann ich ja diese Büroklammer nehmen. Ich lege die Büroklammer auf den Tisch. Dann brauche ich meine Klebepistole. Und ich fülle die Büroklammer mit dem Kleber. Ich nehme Glitzerkleber, weil er einfach hübsch aussieht. Ich fülle nur diesen Bereich aus. Und jetzt muss es aushärten. Dann fädel ich die Büroklammer durch den Reißverschluss. Ja, er geht auf! Phew, bin ich erleichtert. Luna! Was ist? Hi! Okay, komm schon her. Ich muss aber Hausaufgaben machen, okay? Okay. Dann male ich was. So ist brav. Wow, richtig schönes Bild. Das ist ein Haus. Bin fast fertig. Ich auch. Guck mal, Luna. Was machst du denn da? Oh, oh. Oh, das wollte ich nicht. Oh nein, meine Bücher. Sorry, Wand versehen. Alles ruiniert. Guck mal. Was mache ich denn jetzt? Hey, Moment. Damit könnte es gehen. Das vollgemalte Buch ist bestimmt noch zu retten. Lege ein Blatt Papier auf das Buch. Mit den Stiften malst du Muster auf das Papier. Verschiedene Farben ergeben tolle Muster. Sieht toll aus, aber es fehlt noch was. Nimm eine Plastiktüte und füll die Farbe rein. Und Vorsicht, damit nichts daneben geht. Klebe die Plastikfolie gut zu und lege sie anschließend auf das Buch. Dann verteilst du die Tinte. Aus dem Filzstoff schneidest du einen Rahmen für das Buch aus. Klebe den Rahmen auf die Folie. Dann kann der Spaß richtig losgehen. Das ist eine wirklich tolle Idee. Ich hab nichts gemacht, versprochen. Hey, schon okay. Guck mal. Ist das für mich? Aber klar. Oh, das macht Spaß. Phew. Guck mal, ich mal viele lustige Formen. Danke, Luna. Mir ist so langweilig. Ich brauche ein Nickerchen. Oh, Moment. Ich bin noch im Unterricht. Die Zeit ist um. Gebt eure Tests ab. Oh, ich bin noch nicht fertig. Ich habe das total versagt. Ich denke, es ist eine weitere schlechte Note. Ja, ja, okay. Kommt schon, beeilt euch. Toll, jetzt muss ich sie bewerten. Ich kann kaum meine Augen offen halten. So, jetzt bin ich fertig. Das macht mehr Spaß. Aua, ich bin so hungrig. Ich bestelle mir was. Hallo, kann ich eine Bestellung aufgeben? Wow, das wurde so schnell geliefert. Hm, es ist ein Fest. Und es ist alles meins. Mehr, ich will mehr. Oh mein Gott, das schmeckt so gut. Das könnte ich den ganzen Tag essen. Es ist so fettig und lecker. Oh, ich liebe es. Oh, das war unglaublich. Oh, oh. Das ist nicht gut. Ich muss alles sauber machen. Vielleicht merken sie es nicht. Oh, ich weiß, was zu tun ist. Ich beginne damit, einen Abschnitt des Notizbuchs abzuschneiden. Dann brauche ich meine Klebepistole. Ich werde den Kleber auf das Notizbuch auftragen. Und dann den grünen Filz darauf kleben. Ich werde es glätten, damit es keine Falten gibt. Jetzt füge ich weißen und roten Filz hinzu. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich werde kleine Stücke schwarzen Filz draufkleben und ihn in einem Bogen anordnen. Das sieht toll aus. Und fertig. Eine Wassermelone ist viel besser als ein langweiliges Notizbuch. Riecht es hier nach Burger? Okay, klasse, passt auf. Ich habe hier eure Noten. Schrecklich, Alex. Bitteschön. Das ist nicht mein Notizbuch. Was ist los? Psst, es ist unser Geheimnis.
Warte, hey, es ist nicht so schlimm. Danke, es ist toll. Okay, klasse. Ich muss nur noch die Blätter zusammenheften und dann sind die Hausaufgaben fertig. Das macht sogar Spaß. Hä? Da muss was klemmen. Ups. Oh nein. Das könnte ein Problem werden. Das war's. Alles erledigt. Jetzt kann ich entspannen. Blöde Klammern. Oh, das wird schmerzhaft enden. Oh nein. Das ist jetzt dein Tatort. Bleib hier sitzen, okay? Keine Presse, verschwindet. David! La 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 la, oh yeah. David! Das ist eine gute Tasse Kaffee. Ich hoffe, das klappt. Hä? Wo kommt das denn her? Da steht eine Nachricht drauf. SOS? Was da wohl wieder los ist? Was soll das? Was? Heftklammern? Meine AirPod-Hülle kann das Problem lösen. Die wird alle Klammern aufsammeln. Einfach so. Ich denke, ich hab alle. Vielen Dank. Oh je, hast du gewusst, dass wir einen Test schreiben? Wer ist das denn? Hey, braucht ihr was? Mathe, Englisch, Multiple Choice? Okay, bin überzeugt. Erst das Geld, dann die Ware. Ach, natürlich. Mal sehen, womit ich bezahlen kann. Das hier sollte reichen. Hier für dich. Passt sogar zu deinem Outfit. Wow, das ist ja mega. Danke. Eine weitere zufriedene Kundin. Hey, kannst du mir helfen? Bei deinem Style bin selbst ich überfragt. Ich bin voll aufgeregt. Das ist der schlauste Radiergummi auf dem Markt. Viel besser als lernen. Ich brauche auch einen Spicker. Ich muss doch irgendwo noch was Süßes haben. Das reicht nicht als Bezahlung. Entschuldigung, was bekomme ich denn dafür? Soll das ein Witz sein? Verschwinde. Ich ziehe ab wie ein Ninja. So ein Blödsinn. Na toll, was mache ich jetzt? Hey, das bringt mich auf eine Idee. Ein Versuch ist es wert. Die Handyhülle kommt über das Display. So kann ich durch alle Antworten scrollen. Jetzt bin ich bereit. Abgucken könnt ihr bei mir voll vergessen. Den verstecke ich besser. Mal sehen, was der Spickerscanner sagt. Das ist gar nicht gut. Erwischt! Mit einem Radiergummi spicken, wie enttäuschend. Den Hut brauche ich wirklich für jede Prüfung. Und was ist hier drüben los? Niemand kommt am Spickerscan vorbei. Ein Hut mit Spickern? Oh, erwischt. Also bisher läuft's gut. Oh, da kommt sie. Mal sehen, ob du auch spickst. Bitte, bitte nicht. Ha, ist der Scanner etwa kaputt? Tja, ich habe keine Spicker. So ein braves Mädchen. Oh, ich geb's auf. Okay, Zeit, mich mit dieser Sonnencreme vor den UV-Strahlen zu schützen. Genug Blasen, Zeit mit der Wassermelone zu spielen. So weich, ich liebe es. Hey, Moment mal, da drüben ist ein leerer Topf. Ich pflanze einfach meine Wassermelone in der Erde an. So, jetzt muss ich nur noch warten, bis sie gewachsen ist. Ja, das ging ja ruckzuck. Okay, diese Idee ist genial, das mache ich. Okay, Wassermelone, Zeit, dass du in einen Baum wächst. Komm schon, du kannst das. Was zum Kuckuck macht Sunny da drüben? Egal. Wassermelone, warum wächst du nicht? Hä? Oh nein, sie sieht echt traurig aus. Ich muss sie irgendwie aufheitern. Zuerst schichte ich diesen Polymerton. Und dann kommt dieser rote Ball aus Ton. Dann rolle ich alles zusammen. Als nächstes brauche ich dieses Tool, denn ich werde den Ton einschneiden. Ich muss nur vorsichtig sein, damit es nicht kaputt geht. Okay, ich schneide komplett durch. Ich brauche nur die Scheibe aus der Mitte. Zeit, mein Tool wieder rauszuholen, denn ich muss den Kreis in zwei Hälften schneiden. Gut, nun nehme ich diesen Teil weg. Nun ist es Zeit, ein weiteres Stück abzuschneiden, wie einen Kuchen. Das wird echt super, wunderbar. Nun bemale ich es mit transparenter Glasur.
sehr gut, aber dieser Wassermelone fehlen noch Samen. Ich nehme einfach diese kleinen schwarzen Perlen. Wunderbar. Aber ich will nicht nur Samen, sondern eine glückliche Melone. So, jetzt hat er ein kleines lächelndes Gesicht. So süß. Sunny, ich hab was für dich. Wow, eine Kette mit einer kleinen Wassermelone und passende Ohrringe dazu? Die sind so süß. Ich liebe sie. Danke. Gern geschehen. Ich kann dich einfach nicht so traurig sehen. Hey, ich pflanze die stattdessen. Oh, was? Sunny, was? Das macht doch gar keinen Sinn. Schaut euch nur diesen Lippenstift an, Mädels. Oh mein Gott, du hast echt Glück. Ich weiß, es ist das Beste. Meine Lippen werden toll aussehen. Mädels, wo seid ihr denn alle hin? Ernsthaft? Einfach atmen. Ups, diese Farbe steht Ihnen. Guter Versuch. Du kennst die Regeln. Kein Make-up. Aber können wir nicht darüber reden? Ich denke, das ist ein Nein. Ich sehe besser nach, wie ich aussehe. Oh nein, ich habe kein Make-up an. Aber ich bin immer vorbereitet. Ich habe einen geheimen Vorrat an Make-up für Notfälle. Das nehme ich. Kein Make-up. Das ist unfair. Schlimmer geht's nicht. Was bringt es, wenn ich nicht fabelhaft aussehen kann? Das Leben scheint ohne Make-up einfach leer zu sein. Moment mal, ich habe eine Idee. Ich kann diese Flasche Korrekturflüssigkeit verwenden. Das ist genau das, was ich brauche. Ich beginne damit, die Flüssigkeit auszuleeren. Ich werde es in eine Schüssel leeren. Ich kann es später verwenden. Jetzt werde ich die Flasche ausräumen. Als nächstes nehme ich meinen Lieblingslipgloss. Ich kann es mit einer Pipette aus dem Röhrchen entfernen. Das macht es so viel einfacher. Ich will ja keine Sauerei machen. Und jetzt ab damit in das Fläschchen. Ich werde es sofort auffüllen. Das sollte reichen. Und ich werde den Deckel ersetzen. Ich bin so schlau. Und meine Lippen werden großartig aussehen. Oh ja, das fühlt sich viel besser an. Ich habe das vermisst. Hä? Was machst du gerade? Toll, ich brauche das. Nimm das Geld. Okay, Mädels, eine nach der anderen. Danke, Essie. Gib mir. Du bist die Beste. Wow, es war mir ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen. Ich liebe Schulaufgaben. Hoffentlich hat die Klasse gelernt. Oh mein Gott, nichts davon ergibt Sinn. Miss, ich habe eine Frage. Ich brauche Hilfe. Bitte lies, was auf der Tafel steht, Julie. Es werden nun keine Fragen mehr gestellt. Der Test beginnt gleich. Oh, stimmt. Ich habe nur geübt, wie man sich meldet. Mhm, klar. Natürlich. Hey, ich bin hier wegen dem Test oder sowas. Mann, nervt das. Ich habe gar keinen Bock auf den Test. Ha, die da drüben sieht vorbereitet aus. Dann rutsche ich mit meinem Tisch wohl was näher ran. Miss, sie rutscht mit dem Tisch näher ran. Also dann, der Test beginnt. Fangt bitte an. Okay, ich schaffe das. Ich muss nur die Fragen beantworten. Ich dehne mich etwas, bevor ich beginne. Zum Glück habe ich einen Spicker dabei. Was glaubst du, was du da tust? Wusste ich's doch. Ein Spicker. Gib den her. Fang nun an, die Fragen zu beantworten. Mir doch egal. Ich habe noch mehr Spicker dabei. Denk nicht mal im Traum dran. Das nehme ich. Echt jetzt? Die ist ja wie ein Ninja. Irgendwie cool, aber... Okay, wie beantworte ich jetzt die Frage? Vielleicht sollte ich diesen Spicker hier benutzen. Das ist mein letzter Spickzettel, den ich vorbereitet habe. Hey, was hast du da im Federmäppchen? Ein weiterer Spicker? Gib das her. Hier, nimm meine Stifte und fang an. Mein Stift. Vielleicht könnte der mir weiterhelfen. Ja, doch, das könnte eigentlich funktionieren. Als erstes erhitze ich die Messerklinge mit einer Flamme. Soweit so gut. Jetzt ist sie heiß. Dann mache ich ein kleines Loch in den Stift. Etwa so. Nun brauche ich zwei Zahnstocher und ein Gummiband. Das Gummiband wickle ich um den Zahnstocher. Okay, der Spicker, den ich vorbereitet habe, wird nun in den Stift geschoben. Die Zahnstocher helfen beim Einrollen. Und dann wird der Stift wieder zusammengesteckt. Perfekt! Ja, das wäre echt eine geniale Erfindung. Oh, ach ja, der Test. Ich sollte mal anfangen. Ich bin ein richtiger Profi im Urbalancieren. Hey, Stifte weg, die Zeit ist um. Bitte legt alle Stifte jetzt weg. Ach, ich liebe Schulaufgaben. Der Test war sowas von einfach, richtig easy. Wie, der Test ist schon um? Ich habe noch nicht mal angefangen. Mir ist so langweilig. Ich versuche aufzupassen. Das ist total interessant. Fertig, meine Notizen sind fertig. Du bist voll nerdy. Ich kapiere nichts davon. Wer kann darauf antworten? Jennifer? Na, lass mal. Wendy? Oh, okay.
Danke. Das ist die Gelegenheit. Oh, das wusste ich nicht. Warte mal. Oh nein, das ist eine Katastrophe. Ich habe in ihr Heft gemalt. Jetzt weiß sie, dass ich bei ihr abgeschrieben habe. Außer ich kann's verstecken. Ich kopiere das Geschriebene nach hinten ins Heft. So wird sie es erstmal nicht bemerken. Was macht sie denn jetzt? Sie macht definitiv keine Schularbeiten. Fertig, aber noch eine Sache ist zu tun. Ich muss so einen blöden Kreis zeichnen. Oh, hätte ich mal im Unterricht aufgepasst. Was ist da los? Arbeitet sie etwa mit? Ich zeichne um die Rolle Klebeband rum. Das ergibt den perfekten Kreis. Na, vielleicht auch nicht. Es tut weh, das zu sehen. Mach weiter, Wendy. Oh, ich hab's. Ich hab diese Münze. Langsam. Warum ist das so schwer? Das ist doch nur ein Kreis. Was kann ich sonst noch nehmen? Was ist mit der Schere? Ich denke, das könnte klappen. Einen Versuch ist's wert. Ich lege die Schere auf den Tisch. Dann trage ich Kleber auf einen der Griffe auf. Und jetzt klebe ich einen Bleistift drauf. Das scheint zu halten. Jetzt kann ich den perfekten Kreis ziehen. Die Schere funktioniert jetzt wie ein Zirkel. Ich muss sie nur herumdrehen. Ich hab's geschafft, zum Glück. Danke. Gut gemacht, Wendy. Jennifer? Warum die Mühe? Das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, sie bemerkt es jetzt nicht. Moment mal, das darf nicht wahr sein. Oh nein, sie hat's geschnallt. Da ist Staub auf meiner Seite. Bin ich froh, diesen Zirkel für die Kreise zu haben. Das darf doch nicht wahr sein. Aber naja. Ich wusste, dass ich diese Klasse hasse. Oh mein Gott! Wow! Schau dir die mal an! Hä? Oh, hi Mindy. Diese Schuhe sind so süß. Du musst mir sagen, wo du sie her hast, ja? Komm, ich helfe dir. Wow, fast vergessen. Was hältst du von meinen Schuhen? Wow, die sind mega schön. Bin total neidisch. Oh, du bist so lieb. Die passen super zu dem Oberteil. Hey Mädels. Dieser Farbton ist richtig geil. Was ist los? Sind das deine Schuhe? Ein bisschen langweilig, oder? Die sind voll peinlich. Wer trägt denn sowas noch? Ja, ich weiß. Ich mag die. Die passen zu all meinen Klamotten. Ach, mir egal. Was war das? Oh, ich glaube, ich bin auf was draufgetreten. Oh, das war der Stift. Den kann ich nicht gebrauchen. Oder doch? Euch werde ich's zeigen. Ich brauche noch mehr Stifte. Mit denen werde ich meine Schuhe upgraden. Dazu trage ich Kleber auf den Stift auf. Einmal komplett der Länge nach. Dann klebe ich ihn an meinen Absatz. Und das mache ich auch noch mit den anderen Stiften. Ich will den gesamten Absatz bekleben. Ich nehme längere Stifte, wenn ich rumgehe. Das ist der letzte. Wow, das ist so schön bunt geworden. Und nur noch etwas Farbe für den Schuh. Und das gleiche mache ich mit dem anderen Schuh. Wer muss schon neue Schuhe kaufen? Oh, ich kann es kaum erwarten, die zu tragen. Und los! Ich gehe später noch shoppen. Kommst du mit? Oh mein Gott! Schau dir nur diese Schuhe an! Na, was sagt ihr dazu, Mädels? Sieht gut aus, oder? Mach den Mund zu, es zieht. Wow! Bleib genau da stehen. Lass mich mal in dein Buch sehen. Oh, du weißt, dass im Zauberunterricht keine Snacks erlaubt sind. Hier hängen doch sogar Schilder. Entsorge deine Snacks sofort. Mal sehen, was du da so versteckst. Oh nein, meine süßen Snacks. Töricht, du kannst sie nicht vor meiner Magie verstecken. Willst du, dass ich dich in einen Molch verwandle? Ist es das? Oh, der Professor ist heute aber mies drauf. Ich will meine Süßigkeiten aber nicht wegwerfen. Moment, das ist es, mein Hut. Okay, ich brauche doppelseitiges Klebeband. Das befestige ich dann einfach innen im Hut. Und klebe dann die Snickers drauf. Es passen alle vier auf das Tape. Aber warum nur vier? Bleib genau da stehen. Versteckst du irgendwelche Snacks? Was hast du unter deinem Hut? Ich werde ihn einfach abnehmen und nachsehen.
Ich kann nichts erkennen. Oh, hoffentlich schaut er nicht in den Hut. Du scheinst in Ordnung zu sein. Schüler, sie denken immer, sie seien schlauer als ich. Keiner schaut her. Das ist meine Chance. Es ist Snackzeit. Oh, das schmeckt so lecker. Genau, was ich gebraucht habe. Mann, wie hat sie die Snacks reingeschmuggelt? Das ist echt nicht fair. Schau dir das mal an, Püppi. Wow. Und schau dir diese Kette an. Wunderschön. Was, wie viel? 900 soll die kosten? Soll wohl ein Witz sein. Aua, mein Kopf. Es regnet Magazine. Die werde ich mir nie leisten können. Das ist ungerecht. Was kriege ich für einen Zehner? Dann werde ich mal ihren Tag retten. Hoffe, meine Verkleidung funktioniert. Wer bist du? Das ist unwichtig. Gehört das dir? Ja, schau dir mal diese Halskette an. Die würde mir super gut stehen, aber sie ist so teuer. Warte kurz, ich werde dir was zeigen. Wow, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist ganz schön viel Knete. Schleppst du die den ganzen Tag mit dir rum? Weil das wäre irgendwie seltsam. Verurteile mich nicht, ich will dir nur helfen. Oh, okay. Du kannst mit der die Kette machen. Das finde ich gut. Ich will die da. Ich mag blau. Du bist nett, aber umsonst ist die nicht. Ich hoffe, das reicht. Bei Bargeld bin ich immer glücklich. Ich muss aber prüfen, ob der echt ist. Und ich mache mich an die Arbeit. Ich habe die Knete zu einer Scheibe geformt. Und ich habe den unteren Teil einer Spitze abgeschnitten. Damit steche ich zwei Kreise aus. Sieht gut aus. Ich habe zwei Rollen aus weißer Knete gemacht, die ich in die Löcher stecke. Mit einem Winkelmesser teile ich die Scheibe. Jetzt brauche ich ein Glas. Damit entferne ich ein Stück. Das kommt erstmal zur Seite. Da kommt jetzt schwarze Knete ran. Und dann wieder das andere Stück. Ich habe es so geformt, dass es wie ein Mund aussieht. Jetzt rolle ich das, damit keine Naht bleibt. Das müsste reichen. Ich nehme das Metalllineal zum Schneiden. Es werden dünne Scheiben. Aber ich muss aufpassen, dass ich sie nicht zerquetsche. Ich denke, das reicht. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Jetzt mache ich daraus eine Halskette. Ich habe kleine Haken, die ich in die Knete stecke. Ich habe alle Scheiben verbunden und habe jetzt eine Kette mit Blue. Ich habe noch den Kettenverschluss angebracht. Schau mal, wie findest du sie? Wow, echt fantastisch. Mein Job ist getan. Tschüss, geheimnisvoller Fremder. Was für eine nette Person. Du brauchst auch Schmuck, Püppi. Keine Bange, ich mach dir was. Ich habe nämlich noch Knete übrig. Wow, so schick. Wir passen zusammen. Komm, lass uns unseren neuen Schmuck vorzeigen. Zum Glück bin ich endlich zu Hause. So ein langer Tag. Hä, wo ist mein Schlüssel? Was habe ich hier denn noch drin? Also der ist es nicht. Das auch nicht. Nö, erst recht nicht. Hä, was zum Kuckuck? Ich finde ihn nicht. Lass mich rein. Lass mich bitte rein, Mama. Ich liebe diesen Song. Hä? Was ist das für ein Hämmern? Oh, klingt, als ob jemand an der Tür ist. Es ist sinnlos. Oh, ouch. Hi, Mama. Eva, Liebes, was ist denn los? Warte, lass mich aufstehen. Sorry, ich habe meinen Schlüssel verloren. Oh, ich verstehe. Das ist ärgerlich. Mal sehen, ob wir ihn finden. Vielleicht ist er rausgefallen, als ich mir heute Morgen die Schuhe angezogen habe. Ist er dir vielleicht heute Morgen in die Toilette gefallen? Ich schaue auch mal unterm Bett nach. Da unten verschwindet immer alles. Na gut, dann vielleicht in der Küche? Er könnte irgendwo im Schrank liegen. Oder hier oben? Oh, das ist zwar nicht mein Schlüssel, aber das ist leckere Schokolade. Die Sorte schmeckt richtig gut. Hier nicht drin, hä? Was ist das für ein Geräusch? Oh, hey, Mami. Willst du was abhaben? Nein, Liebes. Ich möchte nicht. Hey, warte mal. Der Hausschlüssel hängt aus deiner Tasche raus. Ava. Oh, wow, du hast ihn gefunden. Hier, nimm ein Stück Schokolade als Belohnung. Oh, danke. Die bringt mich auf eine Idee. Ich habe an dieses Stück Schokolade einen Haken gemacht. Und jetzt tauche ich es in Epoxidharz und mache daraus einen Schlüsselanhänger. Sie wird nie wieder ihren Schlüssel verlieren. Ava, den habe ich für dich gemacht. Wow, ein Schlüsselanhänger aus Schokolade. Ich liebe ihn, aber nicht so sehr wie echte Schokolade, die ich essen kann. Gern geschehen. Yeah, zurück zu meinen Koch-Vibes. Du bist so cool. Hey Luna, du siehst gut aus. Das ist so seltsam. Und echt nervig. Der
Das reicht! Jeden Tag dasselbe mit euch beiden! Wow, beruhig dich! Das bringt mich auf eine Idee. Ich weiß, wie ich heimlich mit Kevin reden kann. Zuerst klebe ich Klebeband auf meinen Notizblock. Das sollte reichen. Dann schneide ich ein Stück Schwamm ab. Etwa in der Größe. Nun gebe ich etwas Kleber auf den Schwamm. Aber nicht zu viel. Dann befestige ich den Schwamm an dem Stift. Und jetzt kommt die Nachricht an Kevin. Hey, gib das mal Kevin bitte. Das ist für dich. Nimm es. Voll gut. Ich muss ihr antworten. Also das nervt mich genauso. Ich verpetz euch jetzt. Das nehme ich. Die Nachricht wische ich schnell weg. Ich freue mich so auf heute Abend. Gib das her. Mist, das müssen Sie sehen. Was ist denn, Cheryl? Die zwei schreiben sich Nachrichten. Aber eben stand sie noch da. Ach, vergeude nicht meine Zeit, Cheryl. Da stand was drauf, ich schwöre. Oh nein, mein Test. Ich will nicht durchfallen. Nein! Also dann bis später. Kann's kaum erwarten. Das ist so cool, oder? So langsam habe ich aber schon Hunger. Mein Magen knurrt schon total. Hey, hey, schau dir das an! Ha, du hast vorausgesehen, dass ich Hunger habe. Oh, tut mir leid. Moment, ich glaube, ich habe die Lösung. Tada, Schokolade aus meinem Ärmel versteckt. Unglaublich, du bist echt mein Held. Wow, scheint, als ob ich jetzt was vorhersehe. Das sind wir, wie wir die Schokolade essen. Oh nein, wir werden erwischt. Und verwandelt. Ich will kein Eichhörnchen sein. Ich bin total schlecht im Bäume klettern. Wir müssen uns was einfallen lassen. Ich bin echt fast am Verhungern. Ha, ich frage mich, ob wir... Hey, schau dir meine Idee an. Jetzt noch ein bisschen Magie. Perfekt, sie passt genau auf das Smartphone. Das ist ja eine Menge lecker aussehender Schokolade. Ich muss auf jeden Fall jetzt ein Stück haben. Oh mein Gott, die ist so lecker. Hey, was ist da drüben los? Ihr zwei, esst ihr etwa? Nein, Sir, das ist nur mein Handy in einer Handyhülle. Na dann macht weiter mit eurer Wahrsagearbeit. Kaum zu glauben, dass das funktioniert hat. Komm, wir essen noch was mehr.